Hunter W. und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Vampirfamilie Fong und hier unser kleines Vampirmädchen. Die kleine rothaarige Anka. Sie ist so eine goldige, finde ich. Ja, sie möchte mal ein bisschen Hygiene und so. Wir haben Samstag morgens 4.39 Uhr und ich gucke mal, wer denn eigentlich für dich Zeit hätte. Die Mama, guck mal, die Mama könnte doch irgendwie, warte mal, kann ich das nicht aus? Doch, Anka im Schaumbad baden. Wenn sie... Achso, sie macht gerade Lügestützen. Egal. Luisa. Luisa, mit dir... Oh, wir müssen... Warte mal. Wir werden älter. Oh mein Gott. Wir werden heute quasi älter. Und dann wird auch sie eine kleine Vampirin werden. Oh. Da ist was kaputt gegangen. Dann geh nochmal hier runter und ess nochmal das letzte Mal hier irgendwas. Einmal Speck und so. Ja, dann wirst du nämlich größer und älter werden. So, ich guck mal weiter. Fabio, wie geht es dir, Fabio? Ein bisschen Hunger hättest du auch. Dann würde ich mal sagen, du darfst heute mal was kochen, weil so viel haben wir nämlich nicht mehr drin. Wir machen mal Fischtacos. Einmal eine 8er Portion. Mal gucken, ob das was bringt. Saskia, du solltest die Anka baden gehen. Oh. Okay, hier geht ja alles kaputt gerade irgendwie. Ach so. Kevin. Kevin, dir ist doch unwohl. Der hat doch Durst und Spaß fehlt ihm auch noch. Aber er hilft seiner kleinen Schwester. Ist das nicht nett? Hier ist alles kaputt, Mensch. Wir müssen es aber auch reparieren. So, klein Anker und Hygiene. Kevin, dann sei doch du einfach so nett, wenn du schon hier bist. Anker im Schaumbad und dann kannst du Anker in den Schlaf lesen. Bist du so nett? Ja, dann gehen wir mal. So, dann musst du mal das hier bitte reparieren. Und der Papa ist irgendwo unterwegs, Enrico. Ach, da. Ist hier irgendjemand in der Nähe, wo du mal beißen könntest? Wer ist das? Das sind alles Vampire, so wie es aussieht. 4.39 Uhr. Nee, wir haben schon 6.07 Uhr. Das heißt, dass du bald nach Hause müsstest. Guck mal, nimm mal das und ernte das nochmal. Steh mal auf. Logischer Zug. Was ist das? Dunkle Energie. Und danach gehen wir nach Hause, weil ich glaube, es wird gleich wieder hell. Das wäre ja dann blöd. Irgendwie ist der Baum so ein bisschen... Ich wollte jetzt fast sagen herbstig, oder? Seltsam. So, du nimmst... Oder? Du nimmst hier nochmal die Teile raus und dann gehst hoch und... Mal gucken, wie weit die da oben schon sind. Aber das hier reparierst du. Ich hab's gewusst. Sie wurde nur in den Schlaf gelesen jetzt. Aber gut, okay. Oh, das ging aber flott hier. Können wir nicht jemanden einladen gleich? Samstagmorgen. Ich lade wirklich gleich jemanden mal ein. Zuschauen. Er ist echt ein lieber Papa geworden, oder? So, einladen auf aktuellen Grundstück. Wir laden mal die Sarah ein. Jetzt muss ich mal überlegen, wer ist denn noch nicht, gebissen worden. Ich weiß es manchmal nicht. Also, wer ist noch kein Vampir? So, vielleicht auch. Severinus, wenn der mitkommt, gerne. Und Katrina nehmen müsste eigentlich auch funktionieren. Was muss ich mit dir noch? Wir müssen noch weitere 10 Tage auf jeden Fall als Vampir hier unterwegs sein. Also da haben wir noch ein bisschen was hier mit dir. Ja, es ist ja so eine eigene Challenge irgendwie, auch wenn ich sie nicht Challenge nenne. Du bist stiller und sie muss nochmal... Ach du Schande, ich habe das überhaupt gar nicht geschafft. Bringt mir das jetzt noch was? Nee, das bringt mir alles gar nichts mehr. Mental... Nee, das bringt uns leider gar nichts mehr. Da würde ich fast schon sagen. So, guck mal hier. Das wischst du mal auf. Wo haben wir denn noch unser... Hier, guck mal, das Schulprojekt. Das versuchst du nochmal vorsichtig weiterzuarbeiten.
War das jetzt Kevin? Oh Gott, wie süß. Was habt ihr gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Was war eigentlich jetzt mit deinem Anruf? Sind die gekommen? Ah, ja. Hallo. Nach kardiovaskulärer Gesundheit fragen. Okay. Bemerkung über lauten Herzschlag. Über Interessen können wir noch uns austauschen. Und es tut mir leid, aber ich nötige dich zu einem kleinen Trank, weil er ist ja auch sehr durstig. Und warte mal, können wir den Severinus? Achso, wir müssen uns erst bei ihm vorstellen. Warte mal, das mache ich mal in den Kühlschrank. Hast du auch Hunger? Was geht bei dir? Die beiden, die sind ja in unserer Nachbarschaft. Luisa hat ihr Schulprojekt schnell abgeschlossen. Die Zusatzarbeit wurde belohnt. Yay. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ah, Verantwortung hatten wir, aber das bringt mir ja noch nicht so viel. Ja, ich werde jetzt... So, warte mal, ich überlege gerade mal. Du könntest uns vielleicht versuchen, einen Hamburger Kuchen zu machen. War die draußen? Nee. Sie ist auf jeden Fall diejenige, die momentan schnell, schnell, schnell läuft. Hallo. Mit Selfie prahlen und über Probleme beschweren und dann nötige ich dich. Ah, nee, bei ihr wurde getrunken. Also kein Glück bei ihr heute. Okay, ich versuch's bei ihm. Was machst du denn? Ach so, wir sind jetzt gerade beim Trinken. Wir laden euch immer wieder gerne ein, wenn ihr uns etwas gebt. Also sie ist deswegen noch müde und unser Fabio ist ja auch... Das war wirklich super leckeres Plasma. Ich komme auf jeden Fall zurück, um mehr davon zu trinken. Komm, verwandel dich wieder. Komm schon. Warte mal. Uncoole Erwachsene verspotten. Nein, wir müssen lieb sein. Streiten will ich mich jetzt auch nicht mit ihm. Ich möchte ihn mal einfach kennenlernen und vorgeben zu beißen. Fotos. Handschocker. Irgendwie bin ich nicht so freundlich, ne? Guck mal, ich kann gar nicht mehr. Kevin macht eine Phase durch. Er ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Na super. Wie weit bist du mit dem Kuchen? Ich kann keinen Kuchen machen. Hm? Wo ist denn mein Herd? Doch, das ist der Herd. Yeah. Hat es eigentlich ausgereicht bei dir? Ja, nicht wirklich. Chaos veranstalten, widerlich sein. So, rülpsen. Wir machen sie mal ein bisschen widerlich. Rülpsen und pupsen. Und verbotene Wörter brüllen. Wir gehen mal mit ihren Manieren ein bisschen nach unten mit der Luisa. Und veranstalten auch mal gerade nochmal ein Chaos. So als letzte Aktion als Kind irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob... halt mit. Manieren? Ach, wir hatten eigentlich relativ gute Manieren. Schade eigentlich. Naja. Sind das auch Manieren gewesen? Gerade ja, ne? Oder? Aufräumen? Nö. Hier, wollten wir noch ein bisschen experimentieren. Sie ist auch immer noch ganz blass um die Nase. Hast du jetzt... Wir wollten ihr... Oh Mann. Ich wollte doch... Warum hat sie den Hamburger Kuchen nicht gemacht? Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Wo ist denn Kevin hin? Kevin, was machst du? Er liest selber und dann arbeitet er am Schulprojekt weiter. Okay.
Dann mach mal. Die Hygiene und Spaß ist zwar weiter unten. Kraftpunkte, dafür 3. Muss ich mal gleich gucken, was ich bei ihm weitermachen kann. Wir haben schon lange keine Musik mehr mit dir gemacht. So, oder hat sie den Kuchen irgendwo anders abgestellt? Nee, ne? Ich muss echt warten. Komm schon. Ich meine, es muss nicht sofort und jetzt gleich sein. Kreativität, was machst du denn gerade? Kevin hat sein Schulprojekt schnell abgeschlossen. Yay! So, sie geht auch. Er bleibt noch da. Und wir warten auf den Kuchen. Super. Huch, wo bist du hin? Wo bringst du den Kuchen hin? So, warte mal. Geburtstagskerzen hinzufügen. Luisa. Ah. Was ist denn hier heute los? Rüberkommen und abhängen? Nein, wir... unsere Tochter, die wird jetzt gleich älter. Das mache ich nämlich jetzt gerne, gerne noch. Huch. Ich werde mich im Namen der Fit und so weiter... Vertikale Laufbahn... Was? Moment, Moment. Achso, nee. Wir stellen auch ein vertikales Laufband zum Klettern her. Okay, ich möchte keinen... Und den Ohrhörer bekommen wir kostenlos. Ich dachte, wir bekommen irgendein Laufband oder so. So, Kerzen auspusten. Diese Fledermäuse hier, ja? Da ist mir ja ihre Art teilweise lieber. Wobei nicht unbedingt. So. Luisa, komm mal runter. Was ist denn das für ein Grinsgesicht? Wegen guter Kleinkindzeit. Okay. Apropos Kleinkind. Ja, um die müssen wir uns gleich mal kümmern. So. Yay, Luisa. Oh, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ein bisschen kreativ war sie im Grunde. Ich möchte jetzt eigentlich nicht auch noch ein Vampirzeichen-Dingsbums geben, oder? Nicht unbedingt. Natur wäre aber auch nicht so gut. Ah, Liebe. Liebe ist doch gut für einen Vampir. Seelenverwandt oder lieber Serienromantikerin? Ich glaube, Seelenverwandt wäre ganz cool. Sie ist ja eine Fröhliche, das hatten wir noch so gesagt. Und vielleicht will ich wirklich kreativ, oder? Irgendwie, oder ein Genie. Oder machen wir was anderes. Kunstliebhaber? Musikliebhaber? Nee, das haben wir ja bei dem Sohnemann schon. Tanzwütig. Das wäre natürlich eigentlich auch mal interessant, aber dann müssten wir mal zum Tanzen gehen. Gesellig, eifersüchtig, faul. Ach Mann, ich bin jetzt mir gerade ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, ich mache kreativ. So. Hallo. Da Luisa Fong jetzt ein Teenager ist, haben sich ihre Vampirkräfte vollständig manifestiert. Sie hat nun nicht mehr die Bedürfnisse Hunger, Energie oder Blase und muss Plasma konsumieren, um ihren Durst zu stillen. Zu stillen, natürlich. Ja. Das hat sie nun. Und sie ist immer noch furchtbar blass. Okay, wisst ihr was? Wir gehen mal gerade hoch mit ihr. Und sie darf jetzt gerade mal sich umziehen. Ist das das da? Wer ist denn das? Der Papa, glaube ich. Oder? Nee, das ist Kevin. Achso, Kevin braucht auch ein bisschen Energie, Dings. So, meine Güte. Jetzt wartet mal ganz kurz. Kraftpunkte. 2 können wir uns machen. Möchte ich auch per Fledermaus durch die Gegend fliegen. Verbrauche weniger. Ah, das kommt doch immer gut. Verbrauche weniger Energie. Oh, da könnte ich bei dir mal reinschauen. Das haben wir bei dir noch gar nicht gemacht. Deswegen geht er nämlich immer weiter runter. Dann machen wir das doch mal direkt. Okay. Wir müssen keine Schwäche annehmen. Nö, müssen wir nicht. Sie. Haben wir noch einen Kraftpunkt. Stets willkommen. Den nehmen wir im Grunde einfach nochmal mit. So. Sie ein bisschen... Oh, mein Bruder. habe ich jetzt falsch gedrückt? Ich habe wieder falsch, oder? Outfits anrufen. Sims umziehen. Outfit planen. Oh, habe ich jetzt? Ja.
Komm schon, geh mal rein. Irgendwie steht sie gerade ein bisschen neben sich. Könnte jemand noch ihr was zu essen geben? Anka Essen geben. Hier. So. Das mache ich jetzt fix noch. Dass wir unsere Luisa... Ja. Wir müssen ihr auch noch eine dunkle Seite geben. Aber... Also guckt noch mal ganz kurz. Die Anka... Hier oben steht sie auch. Engelsgleicher Vampir. So. Sie ist echt unheimlich blass. Meine Güte. Lassen wir diese Frisur dir? Ich weiß es noch gar nicht. Was ist denn das da unten? Ist das ein Leberfleck? Das ist nicht auf meinem Computer, oder? So. Ich weiß noch nicht, was ich bei ihr mache. Eines von den neuen? Ah. Das wäre ein bisschen so die rebellische Luisa. Ja. Oder... Die Farbe fand ich jetzt nicht ganz so toll. Aber ich finde es wirklich immer wieder interessant, wie nur durch eine Frisur solch ein Sim total sich verändern kann. Ich denke, wenn es bei einem Sim ist, muss es doch bei uns auch so sein, oder? Man probiert oftmals nicht so viele verschiedene Frisuren aus wie hier. Das hier. Dreadlocks. Nee, gefällt mir bei ihr aber gar nicht. Das hier. Nee, wäre jetzt eigentlich auch nicht so mein Fall bei ihr. Was ist das? Okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was... Oh Gott. Was die Vampir... Das da wäre vampirisch. Oder das hier. Das hat aber die Mama, ne? Ist ein bisschen doof. Das hier. Ich glaube, sie mache ich wirklich zu... Ja, ich so ganz typisch Vampir. Ja, sie mag das. Das ist die gleiche Frisur, wie der Vater hat wiederum. Blümchen. Nee, ich meine, nehme tatsächlich... Wartet mal. Ich nehme bei ihr tatsächlich einfach mal so Sachen. Ganz typisch Vampir. Und ich bin auch auf dem ersten, ne? Und dann würde ich... ich würde das hier nehmen. Ja, also auch in der normalen Form würde ich das hier nehmen. So, eigentlich würde ich dich sogar gerne Make-up geben. Und das sehr dunkel. Oh, so sehr dunkel. Eyeliner. Die Wangen, aber trotzdem ein bisschen Rouge. Warte mal. Gucken. So ein bisschen... Sie ist wirklich unheimlich blass. Und rote Lippen. Sieht sie nicht heiß aus? Oh mein Gott. Schon in dieser Form ist sie, naja, gruselig irgendwie. So, ich habe... Ach, Jemini, guck mal, ich habe hier mal wieder... Aber das macht nichts. So, das... dann einmal dunkel und ja, wirklich so. Ich gucke aber mal ganz kurz. Das ist auch schön. Je nachdem, was du anhast. Und da würde ich dann tatsächlich auch... nehmen wir Tattoos? Ein Vampir mit Tattoos? Ja, geht doch eigentlich auch, ne? Was ist denn das? Guck mal, die darf ein bisschen abnehmen. Du darfst ein bisschen Sport machen. Hast du so viel gegessen? Ich weiß nicht. Jetzt nimmt sie ab, weil sie nicht mehr ganz so viel essen wird. So herumzulaufen ist natürlich ein bisschen blöd irgendwie, oder? So herumzulaufen ist auch ein bisschen doof, oder? Wartet mal. Ich guck mal.
Da kriegen wir doch was. Das ist doch goldig. Wir müssen... Das macht sie einfach nur noch blasser, finde ich. Grün hätte ich gerne. Blau ist aber auch okay. Und... Ach man, muss ich das jedes Mal eingeben? Das ist leider so. Okay, was haben wir denn da für Hosen? Die hier finde ich ganz cool. So. So in etwa. Vampire. Die großen finde ich eigentlich schöner. Na. So fallen die ein bisschen mehr auf, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so dazu passen. Doch, die dunkleren eher. So, einmal. Als zweites, ich möchte mal gerade ein bisschen die Vorgefertigten mal schauen. Vampire. Ja, da habe ich bloß eins hier drin. Na gut. Dann nimm das. Und tatsächlich, das Make-up verschwindet jedes Mal wieder. Deswegen legen wir es nochmal drauf. So. Ist nicht ganz so doll. So. Und eines mache ich noch. Da machen wir mal... Ja, ich glaube auch wirklich, dass... Oder tatsächlich, dass ihr das Rote ganz gut steht. Also, dass ihr Rot ganz gut steht. So. Gibt es auch die in Rot? Ah, es ist aber kein passendes Rot zu dem obigen. Dann nehmen wir das da. Sieht heiß aus. So, dann... Oh mein Gott. Das sieht ja furchtbar aus. Was haben wir denn? Aber ich glaube, da haben wir einiges. Genau. Aha. Ja, aber... Ja, aber... Okay, das lassen wir einfach so. Dann hier das auch in Rot. Oder gucken wir mal, ob du Gelb auch... Oh. Das nehmen wir mal in Blau. Gibt es eigentlich noch eins? Nee. So, dann... Oh mein Gott. Da würde ich tatsächlich was anderes dir geben. Das hier. Ja, okay. Mal gucken, ob ich noch eins... Ja, gut, guck mal. Dann nehmen wir die beiden. Schlafshirt. Ja, okay, das kannst du ruhig anhaben. Das, was du gerade hier anhast. Und... Zieh mal die Socken aus. Das ist okay. Dann zum Ausgehen. Gibt's da auch... Da gibt's doch... Nee. Ist echt. Das ist... Naja. Nehmen wir das in Lila. Und das auf jeden Fall noch. Und mal gucken, welche Farbe... Guck mal, da haben wir endlich mal Grün. Und weißt du was? Wir geben dir hier, oder ich gebe dir hier mal, guck mal, ach, das habe ich leider nicht in Grün. Ne. Das ist doof. Na gut, das passt. Geht schon. Jetzt mach mal nicht so. sieht furchtbar aus, aber das ist okay. Und was in Grün? Ja. Oh mein Gott, Leute, ich weiß auch nicht. Ja, genau, das ist gut. Mit ganz viel angezogen eigentlich. Das lasse ich auch einfach so. So, die dunkle Seite aber noch. Das ist jetzt die Frage, was machen wir denn hier mit der dunklen Seite? Da würde ich jetzt diese hier ihr aufsetzen. Was kann ich denn nochmal... was kann ich ihr denn noch anderes geben? Aha. Keine Ahnung. Also ich finde sie so schon gruselig genug.
So. Das ist auf jeden Fall die Frisur in der gruseligen oder in der dunklen Seite. Und da wird sie nur solche Sachen anhaben. Wobei, das habe ich ja schon da so auch schon so gemacht, gell? Naja, egal. Also sie wird diese Frisur einfach haben in der dunklen Seite. Ich weiß gar nicht, kann ich denn nicht nochmal irgendwie mit ihrem Gebiss oder so? Das war da nicht was? Oder das kann ich nicht in diesem Ding hier machen. So. Teile zum Kopieren. Achso, man kann alles kopieren. Das habe ich auch noch nie gesehen. So, ich glaube, ich sage jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Das hier ist unsere Luisa. Und ich bin mal gespannt. Anka braucht noch ein paar Tage. Aber das war Luisa. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Sakinada. Ciao, ciao.